Herzlich willkommen zu Jugendhakt. Hi. Ja, wir haben wieder 3 Tage lang gehackt. Die Jugendlichen haben sich tolle Projekte ausgedacht. Die erste Gruppe steht auch schon bereit, deswegen halten wir es auch relativ kurz. Falls nicht mehr alle wissen, was es hier eigentlich ist, ein gemeinnütziges deutschlandweites Förderprogramm für programmierbegeisterte Menschen. Es richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, insbesondere Mädchen. Es ermutigt junge Talente, die Welt mit Code zu verbessern und beteiligt sich aktiv an der digitalen Alphabetisierung der nächsten Generation. Wir haben, um das Ganze möglich machen zu können, ein paar Geldgeber, ein paar Sponsoren, ein paar Veranstaltungspartner. Die Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW übernimmt als regionaler Partner der Open Knowledge Foundation Deutschland und der Bildungsagentur Mediale Pfade die Organisation der Veranstaltung. Gefördert wird Jugendtakt Köln von der Stadt Köln, dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW, der CodeCentric AG und Veranstaltungspartners außerdem das Grimme-Institut. Besonderen Dank gilt dem Cameo-Laser, die uns jedes Jahr oder jetzt zum zweiten Mal schon wieder diesen tollen Lasercutter zur Verfügung stellen. Wir haben auch Vertreter vom Ministerium und von der Stadt da. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und besonderer Dank gehört vor allen Dingen den Mentorinnen und Mentoren, die das immer ehrenamtlich machen und lediglich von uns sowas wie ein paar Getränke und die Unterkunft gesponsert bekommen und ein paar T-Shirts. Und das sind in diesem Jahr Anna, Arne, Björn, Benjamin, Claudia, Daniel, Davids haben wir 3 Stück, David F., David S., David W., Dominik, Felix, Guido, Joachim, Johannes, Karl, Madeleine, Marcel, Martin, Michael, Peter, Sebastian, Wolfram und Marco. Für die einen herzlichen Applaus. Und natürlich auch die Organisation, ohne die das alles nicht laufen würde. Das ist Chris, Daniel, Denise, ich, Linda, Lisa, Malu, Markus, Caro und Caro. Caro Ahn, Caro K. Vielen Dank auch an die. Und dann gab es ja auch noch außer dem großen Hauptevent mit über 70 Jugendlichen gab es noch eine kleinere Veranstaltung. Das genau, wir haben diesmal zum ersten Mal auch von unserem neuen, nagelneuen Einsteigerprogramm Hello World, einen Workshop, hier parallel veranstaltet. Von dem sind auch ein paar Teilnehmerinnen noch hier und auch Mentorinnen, die mitgeholfen haben. Also auch vielen Dank daran, damit es bald auch Nachwuchs gibt für die großen Jugendhakt-Events. Danke. Ein Applaus. Und dann dürfen wir auch schon die erste Gruppe auf die Bühne bitten oder nach vorne, die imaginäre Bühne. Und zwar ist das die Projektgruppe Social Packer mit Peter, Lukas, Jens, Jan-André, Christopher, Justus, Julius, Nils, Simon, Marc, Phil, Felix, Lars, Marvin und Tobias. Ich frage mich, wie ihr das geschafft habt, das Projekt. Die Mentoren sind Martin, Sebastian und Marco. So, ich bin raus, ihr könnt mich wegnehmen. Ja. So, ich glaube, das war eine ganz besondere Herausforderung im Projektmanagement, oder? Diesmal war was ganz Besonderes, weil wir auf einmal so extrem viele Teilnehmer in einer Gruppe hatten. Und wir haben dann relativ schnell gesehen, wenn jetzt alle irgendwie am gleichen Projekt anfangen zu arbeiten, dann brauchen wir viel Koordinierungsaufwand. Und haben uns dann entschieden, das Projekt in verschiedene Gruppen aufzuteilen. Wir haben zum Beispiel eine Android-App entwickelt, eine iOS-App. Eine Webseite ist noch bei rumgekommen. Natürlich muss noch jemand die ganze serverseitige Arbeit mit der Datenbank machen. Und die Projekte stellen wir uns jetzt kurz vor. Also, wie Sie sich vorstellen können, ist dann sehr viel Zeit in Kommunikation geflossen und wir haben uns in einen agilen Softwareentwicklungsprozess begeben und die Teilnehmer haben das alles sehr gut gemacht und ich freue mich schon auf die Präsentation. Ja, hallo erstmal von uns auch eine Seite und danke für das zahlreiche Erscheinen heute hier. Ja, wir sind Social Packer, ein Projekt von und für Jugendhakt. Sie fragen sich wahrscheinlich, was ist Social Packer? Klar, es ist ein soziales Medium, deswegen steht ja auch Social vor dran. Aber es ist natürlich kein normales Medium, wie Sie es vielleicht alle kennen, wie WhatsApp oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, was Sie alles benutzen. Aber es ist kein normales, es ist etwas anderes, etwas Besonderes, deswegen sind wir auch hier. Und zwar geht es darum, dass wir mit einem Foto, also mit unserem Handy, mit unserem Foto, Fotoapparat von unserem Handy, scannen wir unsere Namensschilder, die wir hier bei Jugendhakt bekommen und erkennen dann die Skills, also die Erfahrungen, die die
jeweiligen Teilnehmer haben und haben dort ein Profil. Das können wir dann auslesen und wissen direkt, wer ist das. Weil sonst vergisst man das natürlich immer. Ne? Man begegnet hier täglich jeden Tag Leute und man kann sich nicht alle merken. Das ist klar. Und deswegen haben wir das gemacht als Vereinfachung. Dann können wir das scannen, gehst zu ihm hin, scannen das und schon wissen wir, ah, okay, er kann das und das. Okay, brauche ich ihn? Brauche ich ihn nicht? So. Das ist natürlich für andere Jugendtech-Veranstaltungen ganz gut. Wir hatten am Anfang ein großes Problem, wie man wahrscheinlich gerade schon gehört hat. Wir sind sehr viele, wir sind eine große Gruppe, 14 Leute. Nachdem wir dann entschlossen haben, wir teilen sie in 4 Gruppen auf, die einmal Backend und Frontend machen. Das bedeutet also einmal das Hintere mit dem Programmieren und einmal das, das für den Benutzer auch schön aussieht. Man müsste ja auch schön haben, ne? ja, das Ganze hatte eine Idee, die wir grundsätzlich dann aufgeteilt haben in 4 Gruppen, wie schon gerade gesagt. Und ja, ich würde mal sagen, die erste Gruppe kann auch gleich direkt anfangen, was vorzustellen. Das sind nämlich die ganzen Handyspezialisten. Ja, wie gesagt, die Apps, die wir entwickelt haben, sind für speziell für Jugendhack und sollten natürlich auch einfach zu benutzen sein, denn es soll schnell gehen, ich soll schnell erfahren können, wer was kann. Wir haben sowohl eine Android-App als auch eine iOS-App unterstützt und ursprünglich war es eben das Ziel, dass man mit beiden Apps schnell die Namensschilder scannen kann und sofort alle Informationen bekommt. Das hat bei Android auch sehr gut funktioniert, werden wir gleich auch mal demonstrieren und die iOS-Gruppe wird gleich nochmal erklären, warum es vielleicht bei Ihnen nicht ganz so toll funktioniert hat und dann Sie mehr zu einem anderen Konzept übergegangen sind. Ich werde jetzt einmal versuchen, das Ganze zu demonstrieren. Wir haben hier vorne schon ein paar Namensschilder auf so einen Karton geklebt. Marvin startet mal eben das Handy, sodass ich auch alles streamen kann. So, Marvin kommt mal eben hier rüber, filmt mein Android-Handy, was man hoffentlich erkennt. Anders haben wir es leider nicht hingekriegt. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier... Oh, sorry, hat er schon die Denise erkannt, die ich auch scannen wollte. Hier vorne sehen wir die Denise und zack, da ist sie. Da steht zum Beispiel unten ganz klein, ich kann eating Pizza. Kann man vielleicht kaum lesen, aber immerhin, es stehen ein paar Skills da. Zum Beispiel kann man jetzt hier auch nach bestimmten Skills suchen. Zum Beispiel suche ich mal nach Android. Also nach der Fähigkeit, eine Android-App zu entwickeln. Und dann finden wir schon mal den Nils Bayer und auch mich, den Simon. Das wäre natürlich noch ausbaufähig, dass man jetzt direkt mehr Informationen angezeigt bekommt. Aber man sieht hier schon E-Mail-Adresse und so weiter. Jetzt sehen wir hier unten schon den kleinen Knopf auf Slack anschreiben. Das bezieht sich auf einen Messenger, den wir hier benutzen. Der heißt eben Slack. Und darüber kann man sich eben mit über alle möglichen Themen unterhalten. Und es wäre natürlich praktisch, wenn man diesen Teilnehmer, den man so interessant findet und gerade gescannt hat, direkt anschreiben kann. Und um das zu demonstrieren, werde ich mal eben mein anderes Handy herausholen. Da sehen wir letztendlich, den Code werde ich natürlich gleich ändern, da sehen wir letztendlich die gleiche App und können auch hier nochmal die Denise scannen. Da haben wir sie gleich hoffentlich, genau, und dann klicke ich einmal auf diesen Knopf, auf Slack anschreiben und dann öffnet sich hoffentlich gleich die Denise direkt auf Slack. Und hier könnte ich ihr meinetwegen jetzt eine Nachricht schreiben, wie hast du Interesse an unserem Projekt mitzuarbeiten, was jetzt bei einem Organisator vielleicht nicht so viel Sinn macht, aber wir können ja mal vielleicht den Peter scannen, wenn es funktioniert. Da haben wir ihn, obwohl da unten gerade kurz fehlgeschlagen stand, aber das hat man bestimmt ignoriert. Und auch den finden wir schnell auf Slack. Also das funktioniert dann sehr schön und ist auch wirklich praktisch. Das war's von der Android-App und jetzt machen die iOS-Leute weiter. Ja, also bei der iOS-Entwicklung waren wir nur zu zweit und dann haben wir uns entschieden, das Ganze aufzuteilen, sodass sich Felix darum kümmert, ein Bild, das ihm gegeben wird, zu verarbeiten und mit OCR, also Textverarbeitung, dann als Wort auszugeben, sodass wir dann auf die Technik des Backends zugreifen können. Und ich war dafür zuständig, dass man das Ganze, dass die Kamera 60 Mal pro Sekunde, 60 Mal pro Minute ein Bild aufnimmt und dann so umformt, dass die Technik von Felix das Ganze weiterverarbeiten kann.
Da war nur die Sache, dass wir dann nach einem Tag ungefähr waren wir fertig. Und heute Nacht wollten wir die beiden Sachen dann endlich zusammenfügen, weil wir ziemlich zeitgleich fertig geworden sind. Und dann fügen wir es zusammen und wir sehen, ich habe für iOS 11 programmiert und er für iOS 10. So, und das Problem ist, dass sich das Ganze wirklich nicht zusammenfügen lässt. Und iOS 11, da habe ich ARKit benutzt. Dazu wird euch Felix gleich auch noch mehr erzählen. Und er hat etwas verwendet, das noch nicht aktualisiert wurde. Also in 3 Wochen vielleicht funktioniert das Ganze. Und und jetzt möchten wir euch aber zeigen, was ich integriert habe bei dem 60 Mal pro Minute etwas aufnehmen. Da haben wir ein Gimmick eingebaut, um uns von Android abzuheben. Dass wir jetzt das, was die können, überhaupt nicht können, war nicht so geplant, aber wir können euch schon mal das Gimmick demonstrieren. Also wie gerade schon gesagt, wir haben das Apple ARKit eingebaut und die meisten fragen sich bestimmt, ja, wofür steht ARKit? Also AR heißt Augmented Reality, was zu Deutsch bedeutet erweiterte Realität. Und es geht darum, dass wir in der normalen Welt mit dem Handy virtuelle Objekte überall einfügen können, zum Beispiel auf den Gang oder auf den Stuhl. Und in der Demo wird das jetzt gleich demonstriert und ja, das haben wir halt gemacht, weil unsere App nicht so gut funktioniert hat, weil wir die verschiedenen Versionen benutzt haben. Aber so, jetzt kommt hier die Demo. Und Ja, okay, jetzt kann er hier durch die richtige Welt mit seiner Kamera gehen und dann virtuell Objekte platzieren. Und wir haben jetzt das Jugendhackt. Was? Oh. Kommt gleich wieder. Ja. Und zusätzlich können wir, wenn wir das in Zoo-Format drehen, auch damit auch bei zukünftigen Jugendhacks alle Leute mal Fotos mit Alpakas machen können, machen wir das Ganze so, dass wenn es sich ins Hochformat umdreht, ändert sich noch ein bisschen was. Würde ich sagen. Muss ich hier. So. Und jetzt macht man ein Foto. Und jetzt kann ich dieses Foto hier benutzen und in unseren Slack-Channel senden. Ja, so, und da wir jetzt die restliche Funktion noch nicht haben, heißt unsere App erstmal Alpaka AR. So, Alpaka AR. So. Ja, also Sie haben gehört, sehr viel Funktionalität von allen Apps zusammen, vor allem mit der Android-App gibt es sehr viel Kommunikation zwischen dem Server und dem Klienten und dafür braucht man natürlich einen Server, der das Ganze regelt, die ganze Kommunikation. Und ja, was braucht ein Server? Er sollte erstens mal schnell sein. Und er sollte zuverlässig sein und er sollte sicher sein. Und das haben wir alles mit sehr verschiedenen Technologien, die aber gut zusammenpassen, bewirkt. Schnell sein. Gehört alles dazu. Volle Absicht. Genau, also der Server regelt natürlich, wie da steht, das Empfangen der Daten und das Abspeichern der Daten und nochmal zu dem Schnellsein, das schafft er innerhalb von 0, Millisekunden über WLAN, was natürlich etwas langsamer ist. Genau, zum Punkt sicher jetzt nicht im Bezug auf Ihre Daten können nicht geklaut werden, das können Sie nämlich, aber sicher im Bezug auf es wird nicht abstürzen. Und das tut's halt nicht, wie Sie ja wahrscheinlich auch gesehen haben. Ja, genau, die Demos liefen ganz gut. Ja.
Ja, also zu einem guten Backend gehört natürlich auch das schöne Frontend, wie zum Beispiel auch diese PowerPoint-Präsentation. Schön die Bildchen, übrigens alle von unseren Designern kommen, die wir im Team hatten, die ein bisschen designt hatten. Ich würde mal bitten, dafür auch einen Applaus für die schönen Bilder. Genau, und ich glaube, zum Frontend kann der Tobias noch ein bisschen was sagen, was er dort alles eingebaut hat. Ja, genau. Denn es fehlt natürlich noch der Desktop, damit man es nicht nur auf Mobilgeräten benutzen kann. Und deswegen gibt es natürlich auch eine Website. Und auf der kann man erstmal nach Personen suchen und dann auf der Website auch ein Profil dazu finden. Suchen kann man zum Beispiel nach den Skills. Also wenn ich jemanden suche, der eine bestimmte Sprache kann, kann ich das machen. Oder ich kann auch direkt nach einer Person suchen. Und am Ende kann ich das dann auch noch in eine virtuelle Visitenkarte exportieren, die ich dann in mein Handy-Adressbuch zum Beispiel importieren könnte. Ja, dann sage ich mal Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben einiges mitgenommen und haben es auch relativ gut verstanden. Wir haben es versucht, so gut wie möglich zu erklären. Auch für Leute, die vielleicht nicht so mit PCs schon vertraut sind. Und ja, Dankeschön. So, die nächste Gruppe ist schon da. E-Planner ist die Gruppe, das Projekt. Und dafür sind Max, Lennart und Leo schon vorne. Und die Mentoren sind Karl und Wolfram. Karl ist nicht mehr da, deswegen ist Wolfram alleine da. Ach, Karl. Karl wuselt noch rum. Läuft schon? Müssen wir noch ein bisschen Zeit überbrücken? Das geht jetzt wahrscheinlich relativ zügig, ne? Da ist Karl. Ja, also wir sind Max, Leo und Lennart und wir haben an diesem Wochenende E-Planer entwickelt. Jetzt natürlich die Frage, was ist überhaupt E-Planer? Begeben wir uns deswegen mal an eine Schule und gucken uns einige typische Situationen oder Gegebenheiten an. Jeder kennt diese Situation. Der Lehrer kontrolliert die Hausaufgaben seiner Schüler, doch fast die Hälfte hat sie nicht gemacht. Vergessen oder wusste ich nicht, sind dabei die häufigsten Ausreden. Hier noch eine Situation. In den meisten Schulen werden die Vertretungspläne noch auf Papier ausgedruckt und aufgehangen. Oder noch eine Situation. In den Sommerferien habe ich zum Beispiel ca. 1000 Seiten Schulmaterial aus dem letzten Schuljahr digitalisiert, was ungefähr einem Stapel von 10 cm Höhe entspricht. Und keine Frage, ich finde auch, dass Schreiben wichtig ist, aber 1000 Seiten sind nicht ökologisch, nicht handlich und nicht gut durchsuchbar. Die Bildung ist, was den technologischen Fortschritt anbelangt, sehr abgehängt und deswegen muss die Bildung digitalisiert werden. Wir haben uns deswegen Gedanken dazu gemacht und ja, das Ergebnis ist E-Planer. E-Planer ist ein digitaler Schulplaner für Schüler, Lehrer und Eltern. Die Idee, also der Lehrer hat seine Schüler in einem Kurs bzw. einer Klasse. Er kann seinen Schülern Hausaufgaben über das System zukommen lassen. Und die Schüler können nun die Hausaufgaben von allen Kursen, in denen sie eingeschrieben sind, angucken und dann zum Beispiel für sich auch als erledigt markieren. Ein Kurs hat Stunden, die dann die Stunden auf dem Stundenplan repräsentieren und jeder Schüler bekommt sozusagen seinen eigenen Stundenplan dann dargestellt. Der Lehrer kann seinen Schülern dann auch Noten und Fehlstunden eintragen. Wenn der Lehrer krank ist, werden dann auch die Vertretungspläne generiert sozusagen. Natürlich stellt sich bei diesem System auch werden auch ein paar Probleme gelöst. Zum Beispiel herrscht eine bessere und einfache Kommunikation zwischen den Schülern und den Lehrern. Zum Beispiel können Informationen über Ausfälle schneller kommuniziert werden. Jedoch gibt es auch viele Lehrer, die schon zum Beispiel auf einem iPad ein System benutzen, um die Schüler von sich zu verwalten. Jedoch kann keiner außer der Lehrer selber meist darauf zugreifen. Außerdem fördert das digitale Arbeiten die Motivation der Schüler, weil jeder will sich zum Beispiel mal ein Video zu irgendeinem Thema angucken. Und jeder hat wahrscheinlich auch schon mal die Situation gehabt, dass er einfach unnötig zum Unterricht gekommen ist, obwohl der ausgefallen ist.
Dazu haben wir eine Kontrollfunktion, die zum Beispiel das Land sehen kann, welche Lehrer wie oft Ausfälle haben, oder die ganze Verwaltungsarbeit wird automatisiert. Das Ausdrücken von Vertretungsplänen wird überflüssig und es wird ein besserer Stundenplan für Schüler und Lehrer erstellt. Das sind alle unsere Technologien, die wir benutzt haben. Und jetzt noch eine kleine Demo. Ach ja. Also am Anfang melden wir uns auf der Seite an. Dann sehen wir unseren Stundenplan, die Hausaufgaben, Uhrzeit und genau, wenn wir auf die Hausaufgaben haben wir unsere Übersicht, die können wir natürlich auch als erledigt markieren. Und genau. Jetzt haben wir auch stehen, dass wir keine Hausaufgaben zu erledigen haben. Wenn wir eine neue Hausaufgabe uns selbst anlegen. Dann steht gleich natürlich wieder da, wir haben die Hausaufgabe für Informatik zu erledigen. Ja, genau. Und seien wir mal ehrlich, ich glaube, die meisten wollen keine Website benutzen. Mobile Apps sind die Zukunft, deswegen wäre es auch noch ein weiterer Vorschlag, wo wir machen könnten. Außerdem ein Online-Vertretungsplan. Zum Beispiel wird auch der Papier in der Schule eingespart. Ein schwarzes Brett für Informationen, ein Krankmeldesystem. Eventuell noch Lehrpläne für die Schüler, damit sie auch zu Hause lernen können. Und die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien, falls man zum Beispiel den Unterricht versäumt hat. Dazu haben wir noch Ideen für eine Klausurplanung, Mitteilungen von Lehrern an Eltern, Gesprächstermine, Kontrolle, Projektplanung und für Gruppenarbeiten. Ja. Ja, jetzt vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie nachher noch Fragen haben sollten, können Sie uns gerne nachher auch nochmal ansprechen. Danke. Danke euch. Dank. Die nächste Gruppe ist wieder ein bisschen größer. Freistrom ist der Projektname und dafür kommen nach vorne Gerion, Lucy, Nils, Hendrik, Paula, Tim und Anton. Und die betreuenden Mentoren waren Dominik und Guido. Ja, klar. Ich muggel mich mal so dazwischen. zu zweit, die große Gruppe, ging gut? Absolut. Das ist ja ein Vorteil bei Jugend Hackt. Manchmal lernen wir auch noch was dazu. meistens. Immer. Also jetzt im dritten Jahr. Läuft schon? Dann bin ich raus. Habt ihr das Mikro? Ja. Ja, hi, ich bin Anton von Freistrom und Freistrom, das ist ein Konzept für einen Stromaustausch unter verschiedenen Haushalten, die untereinander vernetzt sind. Und unsere Vision ist, dass Haushalte ihren eigenen Strom produzieren, zum Beispiel über Solaranlagen oder aber auch über andere Technologien. Und der Strom, den die Haushalte produzieren, wird, wenn er nicht genutzt wird, in hauseigenen Akkus gespeichert. Und sagen wir mal, ein Haus verbraucht jetzt gerade mal mehr Strom, als es produziert, keine Ahnung. Es läuft der Fernseher, im Keller geht noch irgendeine Party ab, Licht, Musik, alles Mögliche. Und so, da kann so ein Akku natürlich auch schnell leer sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel im Nachbarhaus, da sind die Nachbarn gerade nicht da, der Akku ist voll. Also kann über unsere Software dann der Strom von einem anderen Haus, wo der Strom nicht genutzt wird, ganz einfach angezapft werden. Also das Konzept ist halt die Teilung von Strom zwischen verschiedenen vernetzten Hauswerken. Es soll halt ein direkter Informationsaustausch gibt es, der über den Stromverbrauch. Das heißt, es wird halt gesagt, hey, dieses Haus hat 25% der Batterie voll und dieses Haus 100 und deswegen braucht das eine Haus halt noch ein bisschen, weil das halt fast keinen Strom mehr hat oder so. Und
Genau, verbraucht ein Haushalt mehr Strom, als er produzieren kann, geben halt andere Haushalte überflüssigen Strom ab, wie er eben noch erklärt hat. Und das ist halt ohne Geld oder ohne irgendwelche anderen, keine Ahnung, auch es gibt auch keine Chips oder sowas, die man dann austauscht, sondern dass es einfach halt geregelt wird so. Genau, es ist frei. Was hast du gerade? Ja. War das jetzt alles? Habe ich das jetzt alles da drin erklärt? Also hier ist nochmal das Konzept als ja, niedliche Grafik, falls es ein bisschen kompliziert war. Also das gelbe Alpaka hat zu wenig Strom und schickt ein Notrufsignal an die anderen Haushalte. Anschließend geben die anderen Haushalte ihren aktuellen Batteriestand zurück. In dem Fall halt das blaue Alpaka hat viel Energie, was es eventuell abgeben könnte. Das rote Alpaka hat gerade genug Strom. Und demnach entscheidet jetzt das gelbe Alpaka, dass es von dem blauen Alpaka sich ja, Strom geben lässt. Ja, an sich klingt das jetzt alles ganz logisch und einfach. Und wir hatten auch super tolle Ideen, wie das alles funktionieren kann. Bloß, naja, es hat vielleicht nicht ganz funktioniert. Und ja, wir haben viel rumgefriemelt, vor allem auch. So, wir dachten uns, ja, wir machen das über ein Funkmodul, weil Funk ist einfach cool. Das stimmt. Und leider hat es nicht funktioniert. Der Funk mochte uns nicht. Also hatten wir einen Reimersatz gesucht und hat leider auch nicht funktioniert. War ein bisschen blöde. Und jedenfalls haben wir sehr viel zusammen auch rumgefriemelt, bis wir dann endlich unsere Endlösung gefunden haben, das über Kabel zu machen. Aber ja, ist jetzt vielleicht auch nicht die schönste Lösung, aber im Endeffekt wird man das sowohl über Kabel als auch Funk machen können. Und ich glaube, der Henrik macht nochmal eine Live-Demonstration davon. Genau, ich versuche Ihnen jetzt mal das zu zeigen, was wir da jetzt tatsächlich hinbekommen haben, mit Kabel, ohne Funk. Und genau, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Ich hier mal was gucke. Da oben was kommt. Im Moment kommt gar nichts. Ja, gut. Der Beamer hat uns verlassen. Das ist bei 4 drin. Nein, bei 4. Ja, dann mach es bei Folie. Ja, das ist an. Ah, da kommt was. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Rechner. Ah. Gut, dann machen wir es jetzt so. So, da ist jetzt eine ganz spannende Apparatur zu sehen. Und ja, am besten erklärt uns mal der Mensch, der das zusammengebaut hat, wie das alles funktioniert. Gut, wir sehen hier das Modell eines Endgerätes. Es besteht hauptsächlich aus dem blauen, aus der blauen Platine hier. Das ist die Hauptrecheneinheit davon. Und dann gibt es noch ein Display, weil man will ja auch wissen, was vorgeht. Wir haben keinen Akku, sondern bloß diesen Drehregler, mit dem man den Akkustand simulieren kann. So. Ist noch in der Entwicklung. Und anschließend auch Warnungen zum Akkustand. Und dann letztendlich hier diese Relays, die würden dann zwischen den Häusern umschalten, um Strom auszutauschen.
Und ja, von diesem Controller mit dem simulierten Akku geht ein Kabel weiter an den Computer, auf dem ein Webserver läuft. Und der Webserver-Mensch sagt jetzt was dazu. Genau, also Display wird auch schön angezeigt, was wir für einen Akkustand haben. Aber wer guckt heutzutage noch auf irgendwelche Displays und muss dazu irgendwo hinrennen? Wir haben das Ganze natürlich auch im Webbrowser. Ich glaube, das muss auch mit der Kamera zeigen. Ja, müssen wir jetzt. So. Doch nicht? Ah, passiert da was? Ah, so, jetzt müssen wir das Fenster suchen gehen. Da kommt es. Na? So, da ist unser Webinterface. So, und wenn man jetzt da anfängt zu drehen, an unserem simulierten Akku, dann kann man wunderbar sehen, dass es sich verändert. Es sieht ziemlich unscheinbar aus, aber daran haben wir tatsächlich ziemlich lange gebastelt, dass das jetzt so da steht. Das war's auch schon. Vielen Dank. Doppelten Applaus für. Das ist doch schön. Dankeschön. Okay. Die nächste Gruppe ist Physik 42. Das sind Jan, Maximilian und Joschka und die Mentoren waren Karl und Wolfram. Genau, ihr habt zwei Gruppen betreut. Das ging einfach so. Ja? Karl, du warst auch selber schon Teilnehmer, ne? Ja, einige Jahre und seit diesem Jahr dann auch als Mentor dabei. Ich glaube, haben wir diesmal tatsächlich fünf Stück, ne? Die vorher Teilnehmer waren und jetzt schon als Mentoren, also so kann es gehen. Das ist jetzt hoffentlich der Weg, erst ein Hello World Workshop, dann beim Jugendtag Haupt-Event mitmachen und danach Mentor werden. Ja, viel Spaß. Unser Projekt heißt Physik 42. Physik 42 ist eine Webseite, mit der man Physikaufgaben lösen kann. Und jetzt erzählt euch der Jan, wie wir auf die Idee gekommen sind. Ja genau, wir haben angelehnt gearbeitet an das Jugendhackt-Motto mit Code die Welt verbessern. Weil wenn man, wie zum Beispiel ich, Physik-LK gewählt hat, dann ist es eine ziemlich große Hilfe, wenn man eine Website hat, die einem nicht nur die Aufgabe anzeigt, sondern auch noch die dazugehörige Lösung und den Lösungsweg. Und ja, das hat alles so seinen Lauf genommen, nachdem mein Physiklehrer mir letzte Woche gesagt hat, was man alles zu beachten hat, wenn man so eine Aufgabe löst. Das heißt, man geht zuerst hin und sucht sich aus einer Formelsammlung eine allgemeine Formel raus. Danach bildet man eine spezielle Formel. Und dann darf man erst die Zahlen einsetzen und bekommt dann die Lösung raus. Nachdem das immer wieder der gleiche Vorgang ist, kann man das ganz gut mit einem Computer automatisieren, weil der kann halt so Sachen, die immer die gleichen sind, ziemlich gut und ziemlich schnell. Und ja, wie das genau funktioniert, dafür habe ich jetzt auch noch ein paar Folien vorbereitet. Also wir gehen davon aus, dass ein Durchschnittsschüler dahin geht, der hat jetzt nicht so viel Ahnung. Das heißt, der wird da überhaupt nichts eingeben, sondern der wird erstmal vom Computer gefragt. Was hast du denn gegeben? Und zwar wird er ziemlich genau gefragt, was er denn gegeben hat. Um das jetzt genauer erklären zu können, werde ich einfach mal eine Beispielaufgabe vorlesen, die dann hinterher auch praktisch gelöst wird. Also wir haben ein Auto, das wiegt eine Tonne. Und das soll in ein Autohaus hochgehoben werden mit Hilfe eines Kranes. So, jetzt befindet sich der neue Platz des Autos allerdings im dritten Stock, 10 Meter höher als vorher. Und die Frage ist, welche Arbeit muss verrichtet werden, damit das Auto in den dritten Stock kommt? So, das heißt, der Schüler wird jetzt nicht gefragt, so wie ist denn die Aufgabenstellung, weil damit kann der Computer nicht so viel anfangen, sondern der Schüler wird zum Beispiel gefragt, welche Einheiten gibt es? Und dann kann er in einem Dropdown-Menü auswählen Gewicht und dann wird es ein Eingabefeld geben, wo er dann zum Beispiel 1 eingeben kann für eine Tonne. Und im letzten Menü muss er dann noch auswählen, Tonne als Einheit. Und das war's auch schon, weil dann hat der Computer nämlich alle Informationen, die hat der Benutzer ja, wie hier oben zu sehen ist, dem Computer zurückgegeben. Das wird alles weitergeleitet an das Frontend. Das ist hier oben dann da zu sehen.
und das Frontend ist aber noch nicht in der Lage, das zu verarbeiten, sondern das Frontend ist nur die Anzeige quasi für den Benutzer, die dem alles schön und deutlich darstellt, damit er das auch versteht, was der Computer sagt. Das Frontend ist aber in der Lage, mit dem Backend zu kommunizieren. Und das Backend ist das, was am Ende auch quasi die Magie macht, auf die wir jetzt nicht näher eingehen können, also quasi die Aufgabe zu lösen. Das heißt, das Frontend gibt die Informationen, wie gesagt, an das Backend weiter. Und wenn das Backend die Informationen hat, dann ist es, obwohl es quasi die Hauptrechnung übernimmt, immer noch nicht ganz in der Lage, die zu lösen, weil es fehlt ja noch die Information. Welche Formel soll ich denn benutzen? Das weiß der Schüler natürlich nicht und der Computer weiß es erstmal genauso wenig wie der Schüler. Und deswegen geht das Backend hin und fragt eine Formelsammlung, die wir vorher angelegt haben. Welche Formel brauche ich denn, wenn ich eine Tonne Gewicht auf 10 Meter hoch befördern möchte? Herausbekommen möchte man ja die Einheit Joule für die entsprechende Energie, die aufgewendet werden muss. Okay, dann wird also die Formelsammlung durchsucht und herauskommt dann die Formel. Die Formelsammlung gibt die Formel wieder zurück an das Backend und jetzt hat das Backend alle Informationen, die es braucht, um diese Aufgabe zu lösen. Das heißt, die Daten, die vorher von dem Frontend bekommen wurden, die werden jetzt in die Formel eingesetzt und dann muss nicht mehr gemacht werden, außer das auszurechnen. Und wenn das ausgerechnet ist, dann wird es wieder zurückgegeben an das Frontend und das Frontend kann alles dann dem User schön servieren, wie gesagt, mit Lösungsweg. Ja, und wie das genau aussieht, das zeigt der Maximilian jetzt anhand der Website, die wir auch jetzt zum Glück noch fertig bekommen haben. Ja, also hier sehen wir erstmal die Website, die wir erstellt haben. Da kann man erstmal verschiedene Themen der Physik auswählen, wie zum Beispiel Mechanik, Optik oder Quantenphysik. Wenn wir dann zum Beispiel mal auf Mechanik drücken, dann kann man zum Beispiel hier eine Tabelle sehen, wo man verschiedene Daten eingeben kann. Zum Beispiel, was vorher gesucht vorhanden war, zum Beispiel hier als potenzielle Energie in Joule. Und zum Beispiel haben wir jetzt im Moment auch noch, was nachher dann am Ende rauskommt. Ja, das wird dann hier kurz noch eingegeben. Und in der nächsten Folie kann man dann einfach sehen, was noch gesucht wird. Genau, das ist jetzt die Seite, was ist gesucht. Hier trägt man die gesuchten Daten ein, in Typ Energie. Die Art ist Arbeit und die Einheit Joule. Oh. Ja, okay. Weiter geht's. Und jetzt schon die letzte Folie oder die letzte Seite. Hier wird das Ergebnis einmal gezeigt. Erstmal werden nochmal alle Daten aufgelistet, die gegeben waren, die ganzen Daten, die gesucht werden. Dann wird die Rechnung einmal gezeigt und dann das fertige Ergebnis, in dem Fall 98,1 Kilojoule. Ja, und das ist tatsächlich auch der Wert, den man benötigt, um das Auto hochzuheben. Danke. Das nächste Team behandelt das jüngste netzpolitische Thema, was es in die Presse, in die Mainstream-Presse geschafft hat. Das ist nämlich das Team PC-Wahl 11. Das sind Levi, Jaro, Charlotte, Anna, Bela und Daniel. Und der Mentor ist auch Daniel. Danke. Daniel, willst du noch mal was sagen? Es gab ja dieses Hashtag PC-Wahl, was das ist und worauf jetzt, was die Idee war? Oder nehmen wir da schon zu viel vorweg? Haben Sie ja wahrscheinlich in den Nachrichten mitbekommen, dass da in den letzten Wochen was passiert ist. Wir haben ja ein paar Wochen so eine unwichtige Veranstaltung, wo wir Staatsoberhäupte wählen und Regierungen wählen. Und leider ist die Software, die dort im Einsatz ist, freundlich gesagt optimierbar. Immer noch. Und ja, hier haben sich ein paar junge Menschen zusammengetan und haben gesagt, wir bauen jetzt mal in einem Wochenende eine bessere Lösung. Und ich denke, das werden Sie jetzt vorstellen. Test. Ja, wunderbar. Also erstmal hi, wir sind Team PC-Wahl und willkommen in der wunderbaren Welt von PC-Wahl 10. Das ist das aktuelle Softwareprogramm von
Vote IT, so heißt eine Firma, die Wahlprogramme für Länder zur Verfügung stellt, beziehungsweise diese verkauft. Und diese Programme werden genutzt, um Wahlen einfacher analysieren zu können, die Ergebnisse hochrechnen zu können und am Ende tatsächliche Ergebnisse auch wiedergeben zu können. Da gibt es nur ein Problem. Programme wie PC-Wahl und ja Ähnliches sind, na sagen wir einfach, es ist nicht das Modernste. Und viel schlimmer als das, da könnte man noch drüber wegsehen, ist, dass Analyse des CCC gezeigt hat, dass extreme Sicherheitslücken in den Wahlprogrammen vorhanden sind. Mit extrem meinen wir, man könnte die Daten komplett manipulieren und im Prinzip dafür sorgen, dass erstmal Falschmeldungen rausgehen, dass zum Beispiel die AfD mit 40% gewonnen hätte oder Ähnliches. Und wenn man das jetzt mal, das würde natürlich irgendwann auffallen, jedoch wäre natürlich erstmal die politische Reaktion groß, vielleicht würden Politiker zurücktreten oder Ähnliches und das wird natürlich das ganze Wahlklima beeinflussen. Deshalb haben wir PC-Wahl 11 entwickelt, den Nachfolger von PC-Wahl. Genau, unser Motto dabei war wie PC-Wahl 10, nur mit den Sicherheitslücken von 2017. Ja, wir haben uns ein paar Sachen überlegt, wie man das Ganze verbessern kann. Zum Beispiel signiert unser Prototyp-Applikation, um Wahlen auszuwerten, die Wahlergebnisse mit kryptografischen Methoden. Das sorgt eben dafür, dass sie schwieriger manipulierbar sind. Außerdem haben wir uns eine Methode überlegt, womit hinterher die Integrität der Wahlergebnisse durch jeden nachvollziehbar sind, eben auch durch kryptografische Verfahren. Wir haben eben unser Projekt unter eine Open-Source-Lizenz gestellt, wodurch es eben überprüfbar ist durch unabhängige Experten, anders als eben PC-Wahl, wo die Macher eben ihren Quellcode nicht rausgeben wollten, weil sie meinten, dass das die Sicherheit beeinträchtigen würde. Außerdem haben wir uns noch ein paar andere Konzepte überlegt. Allerdings haben wir eben einfach nur einen simplen Prototyp gebaut, der nicht all diese Konzepte implementiert. Aber eben, wir haben viel geredet und viel gedacht. Okay, dann wollen wir euch jetzt mal ganz kurz vorstellen, wie das denn dann ungefähr aussehen sollte. Also wir haben jetzt hier in einem Browser eine Anwendung. Genau, dieses Formular, das ist bei demjenigen, dem Wahlkreisleiter, der hat das auf seinem Computer. Und der bekommt von den einzelnen Wahlbüros per Telefon die Daten übermittelt und der gibt dann eben die einzelnen Daten, die er bekommt, ein. Also welcher Kandidat hat wie viele Stimmen bekommen, welche Partei hat wie viele Stimmen bekommen. Und da machen wir jetzt einfach mal irgendwelche Werte rein, um euch zu zeigen, wie das geht. Und das ist also das, genau. Und hier unten dieser ganz lange Text dient dazu, dass man weiß, dass das, was derjenige, also dass der, dass man hinterher weiß, dass es auch wirklich von einem dieser Wahlkreisleiter abgeschickt wurde und nicht irgendjemand sich dahingesetzt hat, ich denke mir jetzt mal was Schönes aus und schicke das dahin, sondern eben das ist diese Signierung, die wir meinen, alle Ergebnisse sind an sich einsehbar, aber wir haben eine Möglichkeit zu sehen, von wem diese Datei kommt und dass sie von einer vertrauenswürdigen Quelle kommt, eben einem dieser Wahlkreisleiter. Genau, jetzt haben wir hier noch ein zweites Formular, weil es gibt ja nicht nur einen Wahlkreisleiter, sondern insgesamt, glaube ich, 300. Wir machen es jetzt erstmal mit zwei, geht ein bisschen schneller. Und dann werden diese ganzen Daten eben auch an ein Backend gesendet, das die jetzt auswertet und hinterher sollte eine schöne Grafik dabei rauskommen, nämlich genau diese hier. Da haben wir die einzelnen Kandidaten mit Parteifarbe und können dann eben sehen, dass in dem Fall Angela Merkel gewonnen hätte. Ja, und unten haben wir nochmal eine Grafik für die Zweitstimmen, welche Partei wie viel bekommen hat oder halt. Also das ist so eigentlich das, was unser Programm hauptsächlich macht. Da laufen im Hintergrund natürlich ein paar Prozesse ab, wo man dann eben diese ganzen Daten auswertet und dafür sorgt, dass es wirklich auch alles irgendwie sicher ist. Genau, also als Fazit kann man nur nochmal sagen, dass es halt jetzt keine fertige Software ist, sondern ein Prototyp, der aber eben genau den Fokus auf die schweren Fehler
und auch Denkfehler bei PC-Wahl 10 waren. Wir haben halt diesen eben den Fokus auf die Sicherheit und die Transparenz gelegt. Es soll halt sowohl sicher als auch transparent sein und es ist auch wichtig zu wissen, wo denn dann der Fehler lag eigentlich. Und das ist eben auch durch diese Signatur auf jeden Fall gegeben. Und das ist der Link zum GitLab, wo man den Code einsehen kann und auch bearbeiten, wenn man da noch weiter dran arbeiten möchte. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tja. Danke, danke. Dankeschön. Okay, als das Hashtag aufkam die Woche, habe ich direkt gedacht, dazu wird es am Wochenende ein Projekt geben. Ja, das nächste Team ist Smocket und da geht es um smarte Sockets, also smarte Steckdosen. Ja, Tjark, okay. Jesse, Jonas, Niklas und Max sind die Projektgruppe, betreut von Benjamin. Hm? Achso, Max ist schon weg? Okay. Deswegen nur vier vorne, Max ist schon weg. Benjamin, alles gut? Wie viel hast du geschlafen das Wochenende? Ging. Wir haben eine offizielle Nachtruhe, so ist das nicht. Ne? Wir ermahnen die Kinder, die Jugendlichen ins Bett zu gehen, aber ja, wir sind so, wie, Sie kennen das ja selbst, ne? Genau, wir sind Smocket und wir haben ein Problem behandelt, das wahrscheinlich jeder schon mal wenigstens miterlebt hat. Und zwar das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und man kauft vielleicht schon Weihnachtsgeschenke und die ersten Böller. Und auf einmal kommt mit der Post etwas, was man nicht so gerne in der Post hat, und zwar eine Rechnung. In dem Fall die Stromrechnung. Und da stehen Beträge drauf, die hätte man lieber gerne auf dem Konto, wie sie zu bezahlen. Und ja, man fragt sich natürlich, wo kommt jetzt dieser Betrag her? So viel Strom habe ich doch vielleicht gar nicht verbraucht. Ja, um sowas vorzubeugen, haben wir Smocket entwickelt. Ja, und das ist unser Produkt. Also Steckdosen gehören ja zum Alltag, jeder benutzt sie. Aber ein Problem ist, dass der Standby-Modus bei Geräten ziemlich ineffizient sind, da sie ja immer noch an sind, auch wenn man sie im Moment nicht benutzt und dabei Strom verbraucht. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man unnötigen Stromverbrauch denn vermeiden? Also unser Ziel ist, dass bei Aktivierung der Steckdose, dass die Steckdose aktiviert wird, wenn wir sie annähern, dadurch, dass wir uns mit dem WLAN verbinden. Und wenn wir uns wieder vom WLAN trennen, sollen die Steckdosen dann wieder deaktiviert werden. Und somit können wir dann Energie sparen. Smocket ist sehr universell einsetzbar, auch dadurch, dass man ja Steckdosen eigentlich überall vorfindet. Besonders praktisch wäre es zum Beispiel zu Hause und im Büro, oder halt an Sachen wie Fernsehern und Haushaltsgeräten, die auch im Standby sehr viel Strom verbrauchen. Ja, kommen wir mal zur Technik dahinter. Wir haben lange überlegt, wie wir das Konzept dahinter gestalten und haben dann gesagt, dass wir eigentlich ein zentrales Steuerungssystem nehmen. Die Zentrale ist in dem Fall ein Raspberry Pi, den haben wir jetzt nicht hier, der hängt an der Seite. Der macht ein eigenes WLAN-Netz auf. Liegt an den Testzwecken, hat ein eigenes WLAN-Netz auf. Falls vielleicht noch jemand aufgefallen ist, das heißt Smocket Network. Und es ist so, auf diesem Raspberry Pi läuft ein Web-Server, also in dem Fall ein Apache-Server und ein MySQL-Server. Und unsere App kommuniziert dann, sendet Anfragen an den Web-Server und der wandelt dann das Ganze in die jeweiligen Befehle um, schreibt dann oder funkt dann ein Python-Skript an, was dann die GPIO-Pins steuert. Diese sind über ein Relay mit einer Funkfernbedienung verbunden, die dann eine Funksteckdose steuern. Wie gesagt, das ist das Konzept dahinter, was wir verfolgt, wie wir verfolgt haben. Wir haben am Ende auch noch Ideen dafür und deshalb ist es jetzt vielleicht etwas umständlich aufgebaut. Ja. Genau, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie funktioniert dieses System überhaupt? Ich habe jetzt mal zwei Punkte markant gemacht, und zwar einmal der Endbenutzer, das könnten Sie mit Ihrem Smartphone sein, und einmal natürlich eine Steckdose. Und diese Steckdose deckt nur einen bestimmten Bereich im WLAN ab.
Jetzt kommen wir zu dem Fall, dass der Endbenutzer in diesen Bereich reinkommt. Dann geht die Steckdose automatisch in den Zustand, in dem sie war, als der Endbenutzer den Bereich verlassen hat. Gehen Sie das erste Mal in diesen Bereich rein, ist die automatisch aus. Die wurde ja noch nicht aktiviert. Und genau, das kann man am Ende nochmal steuern, ob man das jetzt an- oder aus haben will. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt raus, weil man es mal ausmachen will, sondern das lässt sich alles natürlich steuern. Zu dieser Steuerung haben wir eine App geschrieben. Wir zeigen Ihnen die mal ganz kurz. Also hier sieht man die. Normalerweise... Oh, Entschuldigung. Also normalerweise hätten wir die auf einem Handy, aber damit Sie das besser sehen, haben wir das jetzt einfach in einem Emulator. Kurzen Moment. Es ist... So, also das ist die App. Hier sieht man aufgeführt alle Steckdosen, die wir kennen. Das sind jetzt in unserem Fall erstmal 3. Sortiert sind die nach Zimmern. Wir haben jetzt erstmal nur ein Zimmer, das Wohnzimmer. Man sieht hier links immer den Namen der Steckdose und den Status rechts. Wenn man hier auf den Namen klickt, bekommt man mehr Informationen über die Lampe und kann sie auch umbenennen. Hier über dieses Symbol. Das wird dann auch direkt aktualisiert und wenn man auf den Status hier rechts klickt, dann ändert sich der Zustand. Ja. Mach's wieder aus. Elf. Ja. Ja, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie sieht es in der Zukunft aus? Weil das, was wir jetzt in diesen paar Tagen entwickelt haben, ist eigentlich nur das Konzept, wie ich schon erwähnt hatte. Und wir haben uns noch viele Ideen, uns sind noch viele Ideen eingefallen darüber, was man vielleicht noch machen könnte und vor allen Dingen, wie man auch die Sicherheit verstärken könnte. Denn wir wollten das eigentlich so machen, dass man nur mit einem Gerät das Ganze steuern kann, um die Sicherheit zu fördern. Aber auch ist es vielleicht etwas umständlich, wenn man ein zweites WLAN-Netzwerk hat, um die Steckdosen zu aktivieren. Und deshalb fehlt uns noch die Funktion, dass man das ins vorhandene WLAN-Netz einbindet und dort dann automatisch erkennt, ob das Admin-Gerät da ist oder nicht, also ob man jetzt zu Hause ist oder halt nicht. Das sind noch viele Ideen und deshalb laden wir euch und alle, die das Video sehen, ganz herzlich ein, mit uns weiterzuentwickeln. Das kann man nicht ganz erkennen, aber auf GitHub findet man das Smocket Repository und wie gesagt, wir laden euch herzlich ein, weiterzuentwickeln, mit uns weiterzuentwickeln und ja, das war's. Dankeschön. Danke. Ganz kurz, bevor wir auch noch gleich zeigen, dass wenn wir aus dem WLAN rausgehen, das auch wirklich ausgeht, wollten wir uns noch bei unserem Mentor bedanken. Es war eine Ehre, mit Ihnen gearbeitet zu haben, Herr Benjamin. Und ja, und jetzt, wenn Tjark gleich das WLAN deaktivieren wird, werden wir auch sehen, dass die Lampe danach auch ausgehen wird. Haben die dich gesiezt, Benjamin? Es liebt jetzt kurz. Ja, das macht ihr gerne, weil ihr seid viel zu höflich. Mich wurde auch ein paar Mal gesiezt. Muss gar nicht sein. Okay, das ist natürlich jetzt wieder ein Vorführeffekt. Das Problem ist noch, dass es jetzt darauf läuft, dass ob jetzt überhaupt wieder Geräte angemeldet sind, wahrscheinlich irgendeiner von uns mit seinen Handys noch drin ist, deshalb die Lampe jetzt nicht ausgeht. Aber ich kann euch sagen, es hat unter Laborbedingungen mal wieder natürlich funktioniert. Danke. Dankeschön. Wir glauben ja auch, Tjark. Das nächste Team kommt von dem stationären Strom zu der Energieversorgung unterwegs. Das heißt Powerbox und ich sehe Powerbox noch nicht. Ich glaube, die sind einmal so draußen und kommen jetzt durch den Flur rein. Tatsächlich muss auch die Kamera, glaube ich, wieder zum Einsatz gebracht werden, weil da gibt es auch eine schöne bunte Hardware-Box.
Okay, ich kann schon mal das Team erzählen. Ja, kommt rein. Das sind Julian, Jonas, David, Leon, Baran und Marlon. Die Mentoren sind Johannes und Anna. Und Marlon hatte gestern Geburtstag, nur mal so am Rande. Ja, dafür nochmal einen Applaus. Auf dem Tisch steht ja schon so eine schöne grüne Box. Ist die aus dem Lasercutter? Ja, sehr, ja, ist sie. Wer präsentiert denn von euch? Hm? Wer fängt an? Alles? Nee, alles okay. Haben die halbwegs selbst designt, darum. Ja, ja, sieht das super aus. Ich glaube, ihr kennt das Problem auch, wenn ihr mal in der Stadt oder so unterwegs seid und euer Handy-Akku geht einfach leer. Und das ist halt einfach nervig, wenn man dann auch keine Steckdose in der Nähe hat. Und das Problem nervt uns auch. Und deswegen haben wir uns eine Lösung dafür überlegt. Und unsere Lösung dafür ist die Powerbox. So, es ist ja mittlerweile so, Smartphones sind Bestandteil unseres Lebens. Und man stellt sich jetzt vor, man ist irgendwie in der Stadt und sucht jetzt irgendeine Location, Restaurant, was auch immer. Und dann ist das Handy leer oder so. Und man hat keine Powerbank dabei, aber ist aufs Handy angewiesen. Und dann ist genau das da, dieser, wie auch immer man ihn bezeichnen will, Kasten. Powerbox. Da. Eine ziemlich revolutionäre Neuheit ist, da es sowas nur ziemlich selten gibt und wenn auch oft sehr versteckt. Das Ganze ist halt ein Schließfach zum Laden von jeglichen USB-Geräten. Das Ganze zeichnet sich dadurch aus, dass man dass die Geräte möglichst schnell immer geladen werden. Jo, noch ein paar technische Besonderheiten sind zum Beispiel, das System lässt sich ziemlich einfach erweitern. Wir haben es versucht, möglichst modular zu gestalten. Und das Ganze ist halt so, dass wir die, das Ganze lässt sich halt über eine App vorreservieren. Und das Ganze haben wir halt mit einem ziemlich guten Verschlüsselungssystem verschlüsselt. Und das System benötigt so wenig Energie, dass es halt theoretisch sogar mit einer Photovoltaikzelle sich betreiben könnte. Oder einer Solarzelle. So, ich war für die Benutzeroberfläche und die Verbindung zum Server zuständig und zeige euch jetzt kurz die Benutzeroberfläche. Als User wird man dann sich einloggen. Wir haben jetzt schon einen Account für die Präsentation erstellt. Und dann kommt man auf die auf eine Seite, wo dir alle Powerboxen in deiner Nähe angezeigt werden. Wir haben jetzt natürlich nur eine, die Powerbox Köln-Riel. Und dann kann man entweder als erstes sich auf Google Maps die Location anzeigen lassen, damit man zum Beispiel dorthin dahin laufen kann, falls man nicht weiß, wo die ist. Oder man kann die sich reservieren lassen. Okay, man sieht, die Box wurde für 15 Minuten reserviert und man bekommt einen Code, mit dem man die Powerbox aufschließen kann. Und das Ganze gilt halt auch nur für 15 Minuten. Also, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben diese Box gerade reserviert und kommen dann an und sehen dieses rote Licht. Das bedeutet noch, dass die Box verschlossen ist. Und jetzt hat man aber hier ein Eingabefeld mit Zahlen und da kann man den Code eingeben. Ja, jedenfalls, da kann man den Code eingeben, den man dann bekommen hat. Das mache ich dann mal kurz. 3, 4, 8, 2. Und dann sieht man schon, dass die
Farbe sich hier auf grün gewechselt hat und dass sich die Box aufgeschlossen hat. Und dann kann man sein Handy dort reinlegen, auch anschließen, sodass es halt geladen wird und macht die Box dann danach wieder zu. Und die wird dann durch ein elektronisches Schloss verriegelt. So, und dann wird die Box wieder rot und man kann sicher irgendwo anders in der Zeit hingehen und weiß, dass da sicher sein Handy drin ist. Ganz kurz, um das technisch mal, ich sag jetzt mal für Laien zu vereinfachen. Also wir haben als Hauptrechenzentrale quasi einen Raspberry Pi, an dem ist einmal dieses Nummernpad angeschlossen und der ist quasi mit dem Server, wo die Webseite auch drauf läuft, wo man die Box reservieren kann, halt verbunden. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Box reservieren, bekommt der Raspberry Pi halt quasi das Signal und den Code zugeschickt, der Code wird halt regeneriert und dann, sobald der richtige Code halt beim Raspberry Pi eingegeben wird, schickt der Raspberry Pi Signal in den Arduino, der unten drunter in einem doppelten Boden quasi ist. Darum haben wir die Box auch durchsichtig gemacht, dass man sich das mal anschauen kann. Okay. Und dann schaltet der Arduino halt die rote LED aus und die grüne an. Und gleichzeitig haben wir noch unten einen Stepper, also einen Servomotor, der kann sich gerade genau bewegen. Und wir haben halt zwei Locations quasi festgemacht, also einmal eine Schließlocation, einmal eine Öffnungslocation. Das heißt, wir sagen dem, wenn der Code richtig eingegeben wurde beim ersten Mal, soll er in die Öffnungslocation gehen. Dann kann man halt die Tür aufmachen und wenn sie dann nochmal den Code eingeben, dann geht er halt in die Schließlocation und dann ist es halt wieder abgeschlossen und dann geht die rote LED wieder an. Ja. Ja. Und wir sind vielleicht nicht die Ersten, die an so ein System gedacht haben, aber wir sind der Ansicht, dass so ein System auf jeden Fall auch wegen der Kosten, wegen den geringen Kosten für so ein System sehr breit organisiert werden könnte und auf jeden Fall viel Potenzial in der Zukunft hat, weshalb wir uns auch entschieden haben, einen kleinen Prototypen an diesem Wochenende umzusetzen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Nehmt die schöne Box wieder mit. Johannes, du warst letztes Jahr auch noch Teilnehmer, ne? Dieses Jahr Mentor. Ja, genau. Schön. Hat Spaß gemacht auch auf der anderen Seite? Ja, sehr. Also ich muss sagen, es hat so viel Spaß gemacht, dass ich halt als Mentor gesagt habe, ich will das für andere Kinder halt auch so gestalten. Darum. Super, cool. Ich hoffe, du kommst nächstes Jahr wieder. Hatschi, die Wetterstation. Das klingt super. Ich habe ja bei der Generalprobe schon gesehen, worum es geht, muss ich gestehen. Nach vorne kommen Alexandra, Friedrich, Kim und Sven. Und Claudia, die Mentorin. Du hast es eigentlich nicht alleine gemacht, aber die zweite Person ist nicht mehr da. Das war Felix, aka von Birne. Ja, bei euch gab es auch ein bisschen mehr Hardware-Tüfteleien wieder, ne? Da brauchen wir die Kamera gleich wieder. Ja, da wurde viel gesteckt und viel heiß gelaufen. Scheint auch jetzt ein bisschen noch zu dauern. Ja. Kein Problem. Vielleicht, es sind ja wirklich viele Wiederholungstäter hier. Wir sind ja mit der gesamten Präsentation ein bisschen später als die Jahre davor, weil wir die letzten zwei Jahre noch so ein Gewinnsystem hatten, was wir dieses Jahr auch abgeschafft haben. Also es ist jetzt eine Präsentation, alle zeigen ihre Projekte, aber wir haben keine Jury-Sitzung und keine Prämierung mehr am Ende, weil ja eigentlich sowieso alle Gewinner sind, was uns ja auch schon immer klar war. Mein Laptop anzuschließen. Läuft's? Ja, ich denke, super. Es läuft. Kim, vielleicht könntest du, ja, wunderbar, mal sehen. Das sollte gleich funktionieren.
Ja, es funktioniert. Also wir wollen uns euch heute Hachi vorstellen. Hachi, die Wetterstation, die für ihre Gesundheit sorgt. Unser Motto ist mit Code die Gesundheit schützen. Und das haben wir vielleicht ein bisschen von dem Jugend-Hack-Motto abgeguckt, aber ja gut. Wie wir darauf gekommen sind, wir haben halt eine Projektidee zum Thema Gesundheit gesucht und sind dann halt darüber auf diese Idee gekommen, eine Wetterstation zu machen. Ja. Mit dieser Wetterstation wollten wir die Menschen über die Daten ihrer Umgebung informieren. Wieso das Ganze? Weil zum Beispiel, wenn ein Aachener sich interessiert, ob er jetzt rausgehen kann wegen gewissen Atomstrahlungen, dann hilft unsere Hachi-Wetterstation ihm in diesem Fall weiter. Oder wenn sie sich dafür interessieren, ob sie jetzt nach draußen gehen können oder ob da vielleicht etwas zu viel CO2 in der Luft ist, dann ist Hachi-Wetterstation genau das Richtige. Unsere Schwierigkeiten dabei war, ich denke, da wird auch gleich Sven nochmal zukommen, Datenübertragungen, und zwar einmal von einem Geigerzähler und unserem Raspberry Pi und von dem Arduino und dem Raspberry Pi. Die Technik, ich glaube, dazu wird jetzt Sven was erzählen. Also die Werte werden vom Arduino mithilfe ein paar Sensoren ermittelt und über ein Kabel an ein Raspberry Pi weitergegeben und dieser wertet sie aus und zeigt sie auf einem Bildschirm an. Jetzt werden wir Ihnen die Ansicht von dem Raspberry Pi zeigen. Das wird hoffentlich funktionieren. Oder ich denke, es wird funktionieren. Da muss der Sven. Was ist das? Die Kamera? Kamera brauchen wir eigentlich nicht, aber. Steck mal die Kamera vielleicht aus, oder? Nein, das ist falsch. Aber gut, dann können wir gleich auch noch unsere Technik ein bisschen zeigen. Wir haben. Okay, können wir doch nicht. Okay, dann. Schieß doch mal los mit Hachi der Wetterstation, oder? Mal sehen. Und ja, sieht gut aus. Ja. Ja. Hallo. So. Du hast ein E zu viel. Ja, also was Sie hier gerade sehen, er wird jetzt das Programm starten, genau, das Programm Hachi, welches die Daten ausliest. Das sieht einfach aus, ist es aber leider nicht. Wir haben hier Geigerzähler. Ich weiß nicht, möchtest du den vielleicht auch mal vorstellen? Oder soll ich das machen? Okay, gut. Wir haben hier einen Geigerzähler und dieser Geigerzähler, und zu Demonstrationszwecken haben wir hier auch Uranglas uns besorgen lassen. Der wird hoffentlich jetzt gleich hochzählen. Nein, wird er nicht? Wird er? Oder wird er doch? Ja, er hat keine Lust. Ah, ja, genau, ja, gut, ja. Da, und das ist unser Geigerzähler. ja, gut. Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Dankeschön.
Danke. An der Stelle möchte ich auch nochmal Uwe danken. Der ist kein Mentor, aber der hat es geschafft, uns über Nacht einen Geigerzähler zu besorgen. bevor es jetzt weitergeht mit der nächsten Gruppe, die heißt Kein Koffein ist auch keine Lösung, hören wir noch ein paar Sätze zu unserem Netzwerk. Hallo. Na, so ein paar Fun Facts. Ihr wart in der Spitze mit 200 Geräten gleichzeitig online. Ich glaube, bei 70 Teilnehmern ist das schon eine schöne Zahl. Ihr habt trotz der wackeligen LTE-Verbindung habt es geschafft, über 300 GB Daten dadurch zu quetschen. Genau, wir waren mit 7 Access Points hier, haben ca. 300 Meter Cat5-Kabel verlegt und 1 Meter Glasfaser. Wir sind nämlich modern und hip. Genau, und ja, dann weiter. Danke. Das ist ein Applaus wert. David war auch 2 Jahre lang Teilnehmer, jetzt als Mentor dabei und hat uns mit dem Netz geholfen. Danke, David. Okay. Ihr baut noch was auf, oder? Ja, wie gesagt, kein Koffein ist auch keine Lösung, ist das nächste Team. Und wo ist euer Mikrofon? Es liegt auf dem Tisch, genau. Und es sind, ich sag erstmal hallo, Lorraine, Alex, Joanna, hab ich's richtig gesagt, oder Joanna? Joanna, Gregor, Jan und Adrian. Und euer Mikro habt ihr mittlerweile? Mentoren Peter, Marcel und David. David, du warst auch noch Teilnehmer letztes Jahr, ne? Ja, cool. Ja, die meisten von euch Teilnehmenden oder auch ehemaligen Teilnehmenden dürften es kennen, so bei dem Jugend-Hack-Event Samstagabend, irgendwie auch schon die dritte Mate-Intus. Ja, vielleicht sollte man langsam mal schlafen gehen, aber die Sache ist halt so, kein Koffein ist irgendwie auch keine Lösung. Was soll denn das? Was ist unser Projekt? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, also unsere App ist eine Applikation zur Dokumentation und Analyse von Koffeinkonsum. Also eben einfach eine App, die eben schön darstellt, wie viel Koffein man wie getrunken hat. Und ja, weiteres von Gregor. Da könnte man natürlich auf die Frage kommen, wieso wir sowas überhaupt entwickeln, und wir haben das mal ganz salopp formuliert, wenn das Zucken wieder anfängt. Das kann man auf 2 Arten und Weisen interpretieren. Zum einen fängt das Zucken halt an, wenn man die 6. Mate getrunken hat und dann doch nicht mehr so richtig kann, oder man das Zucken bekommt, weil man zu wenig Mate getrunken hat. Daraus folgen ein paar mehr oder weniger Funktionen, die wir erfüllen können. Zum einen lernt man durch diese Applikation, die indem man seinen Matekonsum aufzeichnet, sein eigenes Konsumverhalten kennen im Bereich von Koffein. Man kann Koffein viel gezielter nutzen, weil man es planen kann. Und man kann seinen Koffeinkonsum in irgendeiner Form korrelieren zu anderen Dingen. Also wenn ich abends im Bett liege und mich frage, warum ich nicht schlafen kann, kann ich in der App nachgucken und weiß dann, dass es vielleicht an den 5 Flaschen Mate liegt, die ich vorher getrunken habe. Genau. Genau. Mit diesen Problemen befasst sich unsere Lösung, die App. Und da kommen wir auch direkt zur Live-Demo. Das ist falsch. Genau. Die App funktioniert für Web und für Android und iOS. Generell, Let's Drink Mate. Die Frage hier ist, was für eine Art von koffeingehaltigen Getränk man getrunken hat. Clubmate, Flora oder Kaffee. Ich wähle mal Clubmate aus. Und wie viel? Beispielsweise jetzt 450 Milliliter. Das sendet man unserem wunderschönen Backend, das von den 3 Jungs hier entwickelt wurde. Und zurückkommen Daten. Viele Daten. Reminder, ja, in 6 Stunden muss ich mal wieder eine Mate trinken, um wach zu bleiben. Genau. Und hier sieht man das noch sehr schön visualisiert in einem Graphen. Nach 6 Stunden habe ich ungefähr so 32 Milligramm noch im Blut an Koffein. Und so geht das auch weiter. Andere Graphen, wie beispielsweise Hours of Sleep, zeigen euch, wie viel man geschlafen hat. Am Sonntag ja 2 Stunden, normal. Und der Konsum-Koffein-Graph, der sagt aus, wie viel man an einem Tag getrunken hat. Beispielsweise den Samstag gestern Abend, da saßen wir etwas länger an dieser App und haben 250 Milligramm konsumiert. Ja, die ganzen Graphen kann man auch natürlich für ein bisschen Social Sharing auf Twitter, Facebook und Co. teilen.
um mit seinen Erfolgen angeben zu können. Beispielsweise hier. Ja. So, um das Ganze natürlich ein bisschen ansprechender für die, ich sag mal salopp, Kids von heute zu machen, haben wir Achievements eingebaut. Und zwar, wie Sie hier sehen können, zum Beispiel, it's dangerous to go alone, dass man also wirklich eine erste Mate trinkt und das wird auch rot angezeigt, dass man dieses Achievement hat. Kannst du mal runterscrollen. Und wir haben halt schon ein paar Achievements eingebaut mit einem komödiantischen Aspekt, dass da wirklich die Lust wirklich kommt, Achievements zu sammeln und, sagen wir mal, die App zu benutzen, Mate zu trinken oder andere Koffeingetränke. Und dann kann man natürlich das eigene Profil bearbeiten, denn wir wissen natürlich alle, nicht jeder baut Koffein gleich im Körper auf. Also haben wir hier verschiedene Informationen, unter anderem Körpergewicht, ob man schwanger ist oder nicht, ob man raucht, wie groß man ist. Und sie lachen jetzt, aber das macht wirklich einen großen Unterschied, wie wir gemerkt haben in der Formel. Ja, und dann kann man natürlich seinen neuen angepassten Graphen sehen. Ja, Schwierigkeiten. Die Projektplanung war zunächst ein bisschen stockend, aber mit zunehmendem Koffeinkonsum wurden wir dann auch motivierter. Technische Details. Wir haben Ionic benutzt, das ist ein Open-Source-Framework, mit dem man so ein schönes Frontend zaubern kann. Und das baut einem nebenbei dann auch schon eine iOS-App und eine Android-App. Und fürs Backend haben wir Python Flask und MariaDB benutzt. Unser Code findet man auch auf GitLab unter dem angegebenen Link. Ist ein bisschen lang. Ja, und jetzt habt ihr alle das Achievement, dass ihr unsere Präsentation gesehen habt. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Braucht eure App eine Altersfreigabe? Okay, das nächste Team, das passt alles so gut zusammen, als hätten wir das absichtlich so gelegt. Damit auch immer Mate im Kühlschrank drin ist, brauchen wir den Fridge Object Observer oder kurz FU. Und die Gruppe kommt da hinten. Das sind Niklas, Bastian, Aaron und Patrick mit der wunderbaren Mentorin Madeleine. Das war auch so ein ganz praktisches Ding, ne? Ich glaube, wir haben so Strichlisten aufgehängt auf die Kühlschränke, wo die Jugendlichen abhaken müssen, wenn sie was rausgenommen haben. Und das, ich glaube, das war der Stein des Anstoßes, ne? Für euer Projekt. Das war nämlich ein bisschen nervig, oder? Ja, ein bisschen. Also die Strichlisten haben, glaube ich, nicht immer funktioniert, weil die Jungs und Mädels sind dann hingegangen, haben sich jetzt genommen, sind dann zum Platz gegangen, so, oh. Verdammt, ich habe vergessen, den Strich zu machen, sind dann wieder zurückgedackelt und ich denke mal, die Jungs werden euch jetzt erklären, wie man das Ding benutzt und was man für Probleme damit lösen kann für den nächsten Jugendhack. Seid ihr soweit? Ja? Perfekt, viel Spaß. Ja, hallo. Unser Name ist Team Ettigel und wir haben das Projekt, Fridge Object Observer, kurz FOO. In den letzten 3 Tagen entwickelt. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wie vorhin gesagt, an diesen Kühlschränken, da hinten auch, da und wo überall in diesem ganzen Haus, gibt es für uns Teilnehmer Getränke-Kühlschränke. Und dann haben wir uns gedacht, okay, diese Strichlisten sind ja schon lästig, so ein Strichchen machen und wer soll das überwachen? Und außerdem gibt es noch kostenpflichtige Getränke, die man bezahlen muss. Und es ist ja immer lästig, wenn man einen Strich macht, dann geht man dahin, ja, 1,50 rausholen, hat halt nur einen 50er-Schein so. Und jedes Mal wechseln ist halt ätzend. Dann dachten wir uns, okay, warum automatisieren wir denn das Ganze? Und wir haben uns dann zusammengesetzt und was dabei am Ende rauskam, war eine App, ein Webinterface und ein Server, mit dem wir dieses Konzept umgesetzt haben. So, mein Name ist Patrick. Ich habe bei der Planung mitgeholfen, bei der Organisation. Ich habe den Hackdash-Eintrag geschrieben und mich auch um die Entwicklung des QR-Codes und dem Webinterface gekümmert. Dann gebe ich das Mikro weiter. Ja, hallo, ich bin Aaron. Ich habe mich hauptsächlich um den Server gekümmert. Der läuft mit PHP und einer MySQL-Datenbank und der ist hauptsächlich dafür da, die Anfragen vom Webinterface und Server zu interpretieren und dann eben auch die Daten in der Datenbank zu speichern.
So, und dann gebe ich jetzt das Mikro weiter an unseren Webentwickler. Hallo, also ich bin der Niklas. Ich habe das Frontend bzw. das Admin-Panel gemacht, was man gerade auch sieht. Im Admin-Panel kann man die User sehen, was für einen Code die haben, wie viele Coins, weil Mate-Coins kriegt man kostenlose Mate. Dann kann man auch die schönen Getränke sehen, wie teuer sind die Getränke, kann man neue hinzufügen. Nee. Ja, okay. Füg einfach mal irgendein Getränk hinzu, zum Beispiel Bananensaft. Dann können wir noch einen Preis angeben, zum Beispiel 2 Euro, und ob wir Mate-Marken benutzen können, um das zu bezahlen. Das wird dann direkt im Web-Interface dann angezeigt. Und ja, wir können auch eigene Kühlschränke noch hinzufügen oder den Inhalt der Kühlschränke. Zum Beispiel fügen wir hier gerade 20 Bananensäfte zu einem Kühlschrank hinzu. Und über Übersicht kann man die ganzen Käufe nochmal sehen, die passiert sind. Dann gehen wir einmal über zur App, dafür brauche ich auch einmal die Kamera. Magst du filmen? Ja. Wem gehört die Kamera? Wer kennt sich damit aus? Genau, irgendjemand hat das gerade ganz schnell gemacht. Wer war das? Weil jetzt geht's gerade nicht. Über den Apple TV streamen, ja. Du kannst versuchen, auf den Apple TV zu gucken. Genau, machen wir das so. Ja, ich versuche mal. Das hat gerade eben ziemlich geruckelt. Ist er ohne? Code? Ja, dann müssen wir es nicht wissen. Den Code für den Apple TV? Ja. Code für den Apple TV? Warte. Ja. Ja. Was passiert? Irgendwas passiert. Ah. Okay. Genau, dann. Okay. Auf die Kamera. So. Genau, dann stellen wir es einfach mal über das iPhone da. Ich hoffe, man kann das dann einigermaßen erkennen. Wir haben eine App dazu gemacht, wie bereits gesagt, zur Verwaltung für die Teilnehmer. Die haben wir mit Cordova erstellt, das ist webbasiert. Kannst du ein bisschen weiter von oben? Das ist webbasiert, so können wir eine Android- und eine iOS-Version mit demselben Code machen. Kommst du einmal ran? Starten wir die App einmal. Dann kommen wir nach der ersten Installation, kommen wir auch in eine Ersteinrichtung, wo wir zunächst eine Server-IP definieren müssen, damit wir halt mit unserer Datenbank und unserem Webinterface kommunizieren können. Da ist die IP bereits voreingetragen, da muss man dann nur noch verbinden. Und daraufhin legt man dann den Auth-Code fest, den kriegt man dann von dem Organisator. Und daraufhin weiß dann die App, wer man ist und kann das zuordnen. Beispielsweise haben wir jetzt hier unseren Testnutzer 1 bis 6. Und dann sehen wir auch schon Hallo Aro, der hat uns erkannt und lässt uns in die App rein. So, dann öffnet sich daraufhin der QR-Scanner. Diese Schritte mit dem Server und dem Nutzer, die sind nicht immer nötig. Das ist jetzt einmal fest gespeichert in der App. Dann haben wir hier jetzt einen QR-Code, der würde dann beispielsweise an dem Kühlschrank direkt hängen. Der Konsument eines potenziellen Getränkes kommt mit seinem Handy, öffnet die App, hält das in Richtung des QR-Codes. Der QR-Code wird eingescannt und daraufhin erhalten wir hier eine Übersicht über den Inhalt des Kühlschrankes mit Stückzahlen und den entsprechenden Preisen. Und da sehen wir auch unsere 20 Bananensäfte beispielsweise, die wir eben hinzugefügt haben.
Und falls wir uns jetzt davon einen nehmen wollen, klicken wir drauf, werden nochmal gefragt, ob wir das wirklich machen wollen, drücken auf Kaufen, machen das, wir haben den Bananensaft gekauft, er zählt runter auf 19 und schon können wir uns unseren Bananensaft entnehmen. Unsere Organisatoren wissen Bescheid, dass wir es entnommen haben und wir haben zusätzlich den Vorteil, wir haben leider noch keinen Zurück-Button, deswegen müssen wir die App einmal neu starten. Das ist noch ein fehlendes Feature. Haben wir dann in dem Fall eine Kaufhistorie, wo wir dann halt sehen, was wir bisher so gekauft haben. Genau. Und wir dann halt am Ende des Wochenendes einmal gesamt abrechnen können und wir nicht immer diese 1,50 einzeln hinlegen müssen. Genau. Unsere übrigen Mate-Marken sehen wir beispielsweise auch. Die werden automatisch gesetzt, falls wir ein Mate-fähiges Getränk haben. Und dann, wie gesagt, haben wir eine Elbland-Rechnung. Wir sehen offen, was wir konsumiert haben. Genau. Ja. Dankeschön. Nutzen wir dann nächstes Jahr. Falls sich jetzt alle gefragt haben, was Mate-Marken sind, wir haben so kleine Märkchen ausgedruckt mit dem Lasercutter, die die Jugendlichen bekommen haben, die sie dann abgeben konnten. Dafür gab es auch nicht nur Mate, aber wir haben sie der Einfachheit halber und wegen der schönen Alliteration Mate-Marken genannt. Und sie hatten natürlich Alpaka-Form, ist ja klar, wie alles bei uns. So, ist schon die letzte Gruppe. Danke euch. Always on Display. Das sind Alexander, Niklas, Leon und Torben. Und während ihr jetzt gerade nach vorne kommt, habe ich noch drei organisatorische Sachen. Ihr könnt euch, bevor ihr geht, vorne bei der Linda und bei der Caro Teilnahmeurkunden abholen. Die Caro extra ganz schön geschrieben heute Morgen. Dann gibt es auch Reisekostenformulare, wenn ihr eure Reisekosten erstattet haben möchtet. Und bevor ihr das tut, würden wir euch total gern bitten, alle Mentoren und Jugendlichen, die teilgenommen haben, baut ruhig schon auf. Lasst euch nicht von mir stören, ich laber nur so rum. Einmal noch hier nach vorne zu kommen und wir wollen mal das hinkriegen, ein Gruppenfoto zu machen. Machen wir etwas mehr Licht und dann holen wir nochmal von draußen alle rein. Also nicht direkt mit euren Eltern abzischen, sondern nochmal schnell für ein Gruppenfoto 2 Minuten erübrigen. Danke. Haben wir auch schon gesagt, wer die Mentoren waren? Joachim, Michael und Arne. Michael hat sich schon verabschiedet, der musste weg. Hattet ihr Spaß? Arne, warst du schon mal dabei oder war es jetzt dein erstes Mal? Das ist mein erstes Mal hier, genau. Und ich finde es ziemlich ein Wahnsinn eigentlich. Also ich pfeife aus dem letzten Loch, aber es hat sich gelohnt. Schön, ich hoffe, du bist auch nächstes Jahr wieder dabei. Würde mich sehr freuen. Ihr seid soweit, ne? Dann höre ich auf zu quasseln. Ja, herzlich willkommen zu unserem Projekt Always on Display. Klingt am Anfang vielleicht ein bisschen langweilig, weil ihr den Namen alle schon kennt, von euren Handys vielleicht, falls ihr modernere habt, oder sogar schon von Smartwatches, die Always on Displays eigentlich auch dabei haben. Und ja, wir haben uns gedacht, man liegt vielleicht manchmal im Bett und das Handy lädt, vielleicht am Schreibtisch oder irgendwo anders und man möchte einfach wissen, was los ist. Und hat vielleicht zufällig keine Smartwatch, auf der man kurz mal nachschauen kann. Und dann haben wir uns gedacht, warum nicht einfach einen größeren Bildschirm nehmen und darauf eine Art Always-on-Display projizieren. Und dann würde ich sagen, gebe ich mal weiter. Und es wird ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ja, unsere Grundidee war erstmal, dass das Always-on-Display einige Dinge anzeigen soll, die halt vom Handy kommen. Erstmal halt der Akkustand, weil was nützt mir zu wissen, was gerade am Handy läuft, wenn es gleich leer ist. Die Benachrichtigung im Sinne von WhatsApp, Twitter, Facebook, was auch immer. Spotify, dass man einfach die Musik wechseln kann, die gerade läuft. Das Wetter selber. Die Uhrzeit und das Datum. Das hat den Grund darin, dass früher war es halt als eine Art Wanduhr konzipiert. Aber das hat sich dann halt geändert und jetzt ist es halt anders. Und halt ein Hintergrundbild. Einfach damit es nicht so langweilig aussieht. Genau, kommen wir dazu, wieso wir das gemacht haben. Wir sind der Meinung, dass die meisten bestehenden Always-On-Displays ja nicht
kompatibel zu allen gängigen Bildschirmgrößen sind. Deswegen braucht man für jedes andere Gerät eine andere Anwendung, ein anderes Always-on-Display. Das haben wir gelöst, indem wir das auf eine Website auslagern, die sich individuell auf jede Größe anpasst. Deswegen haben wir auch dementsprechend individuell angepasste Inhalte. Wir können selber entscheiden, was wir drauf sehen wollen. Das war ein großer Punkt. Und ja, wir haben den Datenbezug direkt vom Mobilgerät. Das heißt, die Inhalte, die auf unserem Handy abgespielt werden, wiedergegeben werden, die werden auch auf unserem Display angezeigt. Dann haben wir jetzt noch eine Skizze des Frontends. Und zwar einmal da ganz oben links in der Ecke. Ich hoffe, das links, ja. Da sind die Neuigkeiten. Da werden wir euch bei der Demo noch eine kleine Änderung präsentieren. In der Mitte sollen halt die Direktnachrichten vom Handy angezeigt werden. Das funktioniert noch nicht so ganz. Und dann an der Seite die Uhr und das Wetter. Und ganz an der Seite halt der Akkustand. Das haben wir auch noch nicht hingekriegt an diesem Wochenende. Und dann ist halt unten in unserem Fall eine Spotify-Bar, wo man dann halt ein Lied abspielen kann. Kommen wir nun zur Funktionsweise. Genau. Ich bin Android-Developer, deswegen haben wir das Ganze für Android gemacht, weil wir sonst hier keine iOS-Developer oder so hatten. Und genau, die Idee war eben, dass man sowohl die Android-App sowohl für das Setup nutzt, das heißt, dass man zum Beispiel den Hintergrund ändern kann oder so. Das sind aber noch Zukunftsvisionen, die haben wir noch nicht umgesetzt. Aber auch zum Beispiel das mit den Notifications war ein großes Thema, ein sehr großes Thema. Also da haben wir ein bisschen dran gesessen. Und genau, sowas wie Standort wird vielleicht für die Zeitzone benutzt im Zusammenhang mit der Uhrzeit, was man natürlich auch über die über den Browser machen kann, wo das dann geöffnet wird. Aber ja, so zu den kleinseitigen Sachen auf der Android-App, mit der dann das Ganze gesteuert wird oder eben verbunden wird. Genau, dann geht's weiter zum Backend. Wie auch schon in anderen Vorträgen erklärt wurde, Backend ist so das, was es im Hintergrund managt und was die Daten eben verarbeitet und dann weiter ans Frontend gibt. Und genau, das Frontend zeigt dann das an, was wir eben gerade schon gesehen haben in der Skizze, nur eben in etwas schöner als in der Skizze. Und genau. Ja, wir hatten natürlich einige Schwierigkeiten. Die erste Schwierigkeit war, eine Schnittstelle zwischen dem Handy selber und dem Server zu etablieren. Das haben wir dann so gelöst, dass halt ein kleines Programm, was in Python geschrieben wurde, dann alle Sachen abfängt, die vom Handy halt kommen von der App, die dann in eine Datenbank geschrieben werden und das halt dann an die Website weitergegeben wird. Das Webdesign selber, sind wir dann auch auf ein Framework zurückgesprungen von Google. Das sieht dann halt ähnlich aus wie ein Android-Gerät. Die Echtzeitübertragung selber. Erstmal hatten wir gedacht, wir könnten es direkt vom Handy an rüberschicken und dann wird es direkt verarbeitet, aber das war nicht optimal. Das Auswerten der Daten und Wiedergeben der Daten, das haben wir am Ende auch lösen können. Und die Aufteilung der Aufgaben war auch ein bisschen schwerer, weil wir alle nicht so, also die meisten hatten halt nicht wirklich eine richtig große Erfahrung mit Programmiersprachen und sowas. Und da hat man halt ein bisschen improvisiert. Kommen wir jetzt zu unserem Layout, beziehungsweise wir haben noch Probleme mit der Schnittstelle zwischen dem Frontend und dem Backend. Das heißt, wir können schon mal ja, demonstrativ die Website zeigen. Ich habe die hier drauf. Warte. So sieht man noch nicht. Einen Augenblick. Das ist die Website, das Frontend, wie es jetzt zurzeit aussieht. Noch haben wir keine Funktion außer die Uhr, die über den Server läuft und das Wetter, was online abgerufen wird. Doch noch fehlt uns halt die Schnittstelle, dass die Nachrichten ja von dem Server auf unsere Website übertragen werden. Die Schnittstelle von dem Android-Gerät zum Backend, die besteht. Das können wir jetzt auch demonstrieren, oder? Machen wir so.
Ja, viel Spaß. Ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich einen Beamer angeschlossen habe an meinen Laptop, aber müsste schon irgendwie werden. Kommt das Signal? Oh, es bewegt sich was. Und das ist leider nicht der Beamer. Genau. Kommentierst du das? Ja. Okay. Also, wir haben hier einen Flask-Dienst am Laufen, der eben dann die Nachrichten von der App abfängt. Das heißt, hier werden die dann abgefangen. Zum Beispiel gibt es jetzt hier Benachrichtigungen von Twitter. Und okay. Super. Danke. Das ist schon viel einfacher. Genau. Wir haben sowohl Twitter-Benachrichtigungen als auch WhatsApp-Benachrichtigungen. Ich hoffe mal, dass mir hier jetzt niemand irgendwie geschrieben hat, was jetzt wichtig ist oder so. Aber genau, die werden hier alle dann abgefangen und verarbeitet und werden dann, normalerweise sollten die dann an die Website geschickt werden. Das heißt, dass dann eben ein neuer Punkt entsteht, dass die Telegram- und YouTube-Benachrichtigungen in dem Fall eins weiter rücken und nach einer Zeit von 15 Minuten oder so entfernt werden. Haben wir leider zeitlich nicht hinbekommen, aber ich könnte eventuell nochmal was zeigen. Genau, ich könnte nochmal zeigen, wie das Ganze dann von uns gelockt wird. Also wir debuggen das ein bisschen, also wir tun uns eben Sachen ausgeben, die geklappt haben zum Beispiel. In dem Fall hat mir jetzt Alex geschrieben, dass es funktioniert hat und das ist schön und ja. So funktioniert das Ganze und war ziemlich schwer umzusetzen, weil wir Probleme mit Android hatten. Ist aber ein anderes Problem, aber ich denke, wir werden das noch hinbekommen und JugendHackt ist ja auch nicht das Projekt, wo alles direkt fertig werden muss und ich würde sagen, ja, das war's. Ja, und nicht zu vergessen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich bedanken wir uns recht herzlich bei unseren Mentoren für die hilfreiche Unterstützung. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das war schon die letzte Projektgruppe. Einen Dank haben wir noch auszusprechen, die haben wir vorhin noch vergessen. Das machst du? Das Walk. Dass ihr für das Streaming sorgt und dafür, dass ihr euch nachher auch die Präsentationen noch angucken könnt auf dem Jugendhackt YouTube-Channel und im media.ccc-Bereich. Nicht zu weit weg, wir machen noch ein Foto. Genau, die Mentoren noch nicht abhauen. Ja, danke an euch, dass ihr das festhaltet und uns streamt für uns. Danke. Und auch ja, einen herzlichen Applaus. Bitte. Ja, und dann danken wir nochmal ganz herzlich für Ihr zahlreiches Kommen. Ihr Hütte ist ja voll, das ist schön, das freut uns, wenn so viele Interesse daran haben, was die Jugendlichen Tolles machen. Danken ganz herzlich den Jugendlichen für ihre ganzen tollen Ideen und auch dafür, dass sie immer so nett sind. Die sagen immer nett, bitte, danke, sind wirklich, das muss man einfach sagen, das haben wir nicht bei jedem Jugendevent. Ihr seid einfach klasse mit euren Ideen und mit eurer netten Art. Das macht echt jedes Jahr Spaß und ich freue mich auch, dass so viele Wiederholungstäter kommen, dass es uns doch zeigt, dass wir irgendwie eine gute Atmosphäre schaffen und ja, danke dafür. Applaus